Tja, so, ne? Haben wir es ja schon geschafft hier. Ja gut, 0 auf 4. Ja, servus, ne? Deus Ex jetzt dran hier, klar. Scheiße. Selbst jetzt hier. Ganz vergessen, mein Twitch-Stöpsel, ganz wichtig. Na? So, passt. Gut. Da kann man das Ganze erstmal anhauen, ja. Jo, Netzwerkfunktionsverhalten, bla bla bla, weil ich ja 6 GB Patch, den habe ich natürlich nicht, macht aber nichts. Müsste ja eigentlich dennoch funktionieren, ich gehe jetzt einfach hier mal auf weiter. So, genau. Da sind wir stehen geblieben. Ja, gute Frage, wo? Weiß ich jetzt gerade selber nicht mehr, das ist schon ein bisschen her. Scheiße. Dose leer. So. Ich könnte es eigentlich gerade auch mal noch aktualisieren hier. Mal gucken, ob der das jetzt macht. Wenn ich das hier umbenennen. Obwohl, ich glaube mal hier nicht. Nee, macht er nicht. Da zumindest nicht. So, Twitch geht. Ja, geht. Dann machen wir halt da. Yep. So. So. Mankind divided. Oh, das sieht ganz gut aus. Aktualisieren. Achso. Ja. Das machen wir noch hier. Deus Ex. Mankind divided. Wupp. So. Jupp. Genau. Das durfte jetzt haben. Sehr schön. Ja. Juni. Dann schauen wir uns hier mal. Ach ja, genau. Ich bin jetzt hier gelandet nach dem Transportheli da. Oder Hubschrauber. Flugzeug. Nee, was war das? Ein Heli war es. Ein Heli, genau. Heli war das. So. Zumindest nur, jetzt weiß ich die Waffen nimmer. Ja, so also steckst du die weg. Oh Gott, jetzt fängt schon an. Genau, sitzen, jumpen. Jo. Wie war denn das jetzt nochmal? Ja, so jetzt alles hier nicht. Scheiße. Na egal. Lauscht jetzt einfach mal weiter. Werde ich schon wieder rausfinden hier. So, hier nicht, da nicht. Da. Jetzt was zum Einsammeln, ja? Hallo, nimmst du mal bitte? Nimmst du mal. Hallo. Danke. Lol. Ich glaube auch Manipulation. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Schade. Nix drin. Wir haben jetzt hier. Da hoch muss ich theoretisch. Gibt es hier noch irgendwas? Da. Sehr schön. So. War ja jetzt hier. Halten, genau. Haben wir irgendeinen Code oder sowas? Nee, ne? Mama! Nö. Nicht. Nee. Gott. Theoretisch auch wieder da hinten. Eine Tür, immer wieder gut. Ja, perfekt. Perfekt. Da habe ich aber eh schon einige verpasst. So, was hat der hier? Sicherheitsstufe 1, alles klar. Gott. So. Da hinten muss ich hin. Nein, schneller, danke. Perfekt. Jupp. Läuft. Schau, mal kurz mal alles durchballern hier. Was? Zeig mal im Menü, was du so ein Item hast. Okay. Wenn ich sind. So. Das heißt natürlich jetzt nicht, welche Items du genau meinst. Jo, Augmentierungen, das hier, ne? Die Augen da. Also groß viel gemacht habe ich hier noch nicht, wie man das hier sieht. Ne? Ich habe jetzt auch nur 2 Praxis-Kits noch. Ja, das hier habe ich ja mal fälschlicherweise dann deaktiviert. Ich habe jetzt keine Ahnung, ob man das später noch wieder aktivieren kann. Weil es bräuchte ich theoretisch auch für eine Trophy. Ja, das könnte ich mir jetzt eigentlich mal holen, weil es durfte dann auch eine geben.
dass ich zumindest mal das hier schon mal habe. Energieverbrauch keine. Ja, genau, das geht nicht. Okay, dann gibt es doch keine. Mist. Das ist auf jeden Fall das Einzige hier, was ziemlich wenig braucht hier an Praxiskits zum maximal upgraden. Ja. Jo. Ja, und das hier, ja. Ach, die habe ich gar nicht ausgerüstet, deswegen ging das nicht. Er kann natürlich... Ach nee, hä? Und ich hier jetzt nicht. Ja, genau. Knifte. Hä, zwei Waffen gingen doch aber auch, oder nicht? X ausrüsten? Oh je. Oh je, das ist zu lange her. Ach genau, da bin ich jetzt hier. Mission 7, ne? Hauptmission. Die Nebenmissionen haben wir ja eigentlich hier schon abgeschlossen. Ja. Ja, hier. Die habe ich jetzt alle schon durch hier. Mission 1, 2, 3. Dann die Nebenmission 4, 5. Keine Ahnung, wo dann 1, 2, 3 sind. Hauptmission 4, 5, 6. Ja, und halt hier Point of Interest. Also hier diese interessanten Orte wie jetzt hier. Ne? Da, die zwei hier. Das war's. Ja, das habe ich ja das hier verkackt. Ja, das auch. Puh. Ja. So, Karte. Ja gut, das ist klar. Ja, Chronik halt, ne? Aber sonst hier. Ja. Waffenkurztasten. Ach, genau. Nee. Ja, Munitionstyp und sowas hier. Das ist auch klar. Ich kann die echt nicht hier. Nee. Naja, stecken wir die erstmal weg. Okay, irgendwo müsst ihr dann einen Key geben. Für das Ding hier. Radio. Ja. Vieles sich hier. Ja, kein Ding. ja, okay. Ja, also wie gesagt, also bei dem jetzt hier, ja, wie es jetzt hier weitergeht, habe ich keine Ahnung, weil genau hier bin ich als neuester Stand, ist ja immer noch hier das erste Durchlaufspielchen hier, na also komplett neues Spiel, ja, nicht, dass ich schon mal zweimal hier durch wäre oder sowas. What the fuck? Ups. Ich wollte jetzt gerade eigentlich das Waffenrad suchen. Fuck. Ich wollte jetzt nicht wirklich... Ja, R3 war ja Nahkampf, ne? Das war jetzt irgendwie scheiße. Verdammt. Och, Mann. Fuck. Ja, das hier, ne? Scheiße. Ja. Das wollte ich jetzt eigentlich hier nicht wirklich hier machen. Ja, dreieckig natürlich lang gedrückt halten, na, dann wär's das. Fuck. Och, nö. Oh Gott, hallo? Das ist doch ein Gegner, oder nicht? Okay. Gut, dass es bei denen hier nichts ausmacht. Dann nehmen wir jetzt mal die da. Achso, die haben ja alle die Panzerungsscheiße an, ne? Fuck. Ich glaube, da wäre es echt fast besser, wenn ich mich jetzt einfach sterben lasse. Oder ich probiere einfach mal das hier. Naja. Wieso nimmt er jetzt den? Ja. Das fängt richtig geil an. Genauso. Nicht. Ja. Fuck. Ah. Oh, extrem gepanzert, ja, ich hab's gemerkt. So ein bisschen. Fuck. Wie komme ich auf R3? Vor allem, wieso steht der da? Der stand doch bei mir nicht vor mir, oder? War der zu dem Zeitpunkt vor mir. Dass ich meinen Charakter instant umdreht und den einfach umbringt, oder was? Oh, Mann. Oh. Also, das war jetzt echt unnötig, sorry. Das war jetzt so definitiv nicht geplant. So, Moment, die wieder. Hä? Wow. Das ist immer Highspeed-Loading, ne? Ihr seht es hier gerade selber.
dass jetzt alles nach und nach ausgeladen wird. Lol, what the fuck? Okay. Okay. Nun denn. So, da halt nochmal die Scheiße hier. Verdammte Axt. Gibt's echt nichts, ne? Ne. Ne, sonst muss er jetzt auch dran stehen hier mit von wegen hier. Keine Ahnung, Code hinzugefügt oder sowas. Scheiße, okay, jetzt haben wir nochmal hier gerade Stelle. Na, ja, das auch nochmal kurz. So, passt schon. Das nochmal. Hä, was? Nee. Das und das. Ja. Jo, passt. So, boah. Spiel hätte ewig. Ja, das hat mir auch schon aufgefallen, ja. Das hier. Achso. Wenn ich Hacken mit Tipps geben, okay. Ja. Das kann ich machen. Gerade eben schon jetzt dran Code erhalten. Okay. Aber hatte das sicher schon sonst immer standardmäßig hier? Oh, passt. Eingegeben. Wenn ich den hier ja hatte. Ah, guck mal, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen hier. Ist ja doch Vorteile. Deswegen bin ich gestorben, wenn ich das unbedingt hier haben wollte. Nee. So, oh, Teile ist immer gut. Teile ist immer gut. Nee. Aha. Ja, genau, den haben wir jetzt, okay. Das ist der Code hier. 0. Freischalten. Ah! Okay. Nice, nice. Passt. Läuft. So, jetzt muss ich nur gleich noch dran denken, nicht die A3-Taste zu drücken. Doch, mit dem Hacking, ja, das kann ich dann gleich beim nächsten Mal machen. Da kommt es ja eh hier jede Menge. Das sollte ich hinkriegen. Auch hier mit den ganzen. Ach, guck mal, hier kann man vorne gucken. Ja. Was soll ich gerade sagen? Ja, die ganzen hier Hacking-Modulen, die es ja da zusätzlich ja noch, auch noch gibt hier. So, was wir gerade das hier triggern. Genau. Da ist ja hier. Was ich da hier, der Booster oder Würmer oder Viren und so ein Scheiß alles. Ja. So. Weiß nicht, ob ich jetzt hier da hoch oder hier runter. Ja, gehen wir hier hoch, ne? Eigentlich müsste ich ja da runter. Oh Mann, wie ich sowas wieder hasse. Ja, 10.000 Sachen. Ne, die Flasche hole ich jetzt mal nicht. Die ja. Nix. So. Wohin ist jetzt richtiger? Hallo? Nee. Da, nee. Nee. Okay, komm ja da drüber. Ja, passt. So. Ah, toll. Ist hier irgendwas? Oh Mann. Da rennen die eh schon wieder an 1000 Sachen vorbei. So eine Scheiße. Hallo? Hallo? Ah, da bin ich aber schon. 6 GB Patch hier. Gut, hier das Breach halt. Ja, gut. Aber. Ja. Ah, guck mal hier. Da haben wir ja gleich dann was zum Hacken. Was man da? Das hier und das hier. Das hier auch. Ganz wichtig. Hydraulische Mikropumpe. Eine Runde kacken. Hä? Ja, genau sowas. Stealth Software zum Beispiel. Ah. Ja, perfekt. Alles her damit. Also gut. Jetzt hoffe ich natürlich nur mal, dass ich auch eine Schuhe einigermaßen nicht machen kann. Ja. Gut, Sicherheitsschuhe 5. Na, das hat sich dann gerade eben erstmal so spontan erledigt, weil genau das habe ich natürlich nicht geskillt. Gut, aber egal. Wir finden ja mit Sicherheit noch was anderes hier. Was dann definitiv funktionieren wird. Überlebe ich das? Ja, ne? Au. Nee. Ah, hier ist auch noch was. So. Gut, dann gehen wir jetzt halt wieder runter hier. Okay, das war jetzt schon besser. So, hier runter.
Was gibt's hier? Credits? Schneicht hier rum. Nee, nee, nee. Danke. Ja. Okay, jetzt können wir hier auch lang gehen. Alter. Ja. Der einzige Vorteil ist, dass hier jedes Mal hier das ganze Zeug da hier frei ist. Ah, ja, guck mal. Ja. Da, Holger. Auf dem Handy. Tja, klappt wohl nicht mit dem Handy. Da hinten muss ich eigentlich hin. Ah, da rein, okay. Ja. Soll ich jetzt erstmal da reingehen? Ja, komm. Gehen wir erstmal jetzt hier rein. Höp. Ah! Ich glaub's nicht. Was denn noch? Welche Lügen erzählen Sie mir jetzt? Tut mir leid, dass ich störe, aber ich will zu Sokol. Er erwartet mich. Zu welchem? Meinem Mann Dujan oder seinem dummen Bruder Tibor? Ist aber vermutlich egal, denn die Polizei hat beide in die Enge gebracht, um durch Folter Antworten zu erhalten, die sie nicht haben. Machen wir mal das hier. Na, sie ist eine Frau. Es war ein harter Tag, vor allem hier, das sehe ich. Aber vielleicht kann ich helfen, was ist passiert. Kann Ihnen doch egal sein. Mein Mann ist weg. Tibor sagte, er kann uns aus Golem City rausbringen. Ein Kontakt. Ja. Ich erzähle das mal alles. Moment mal. Ich bin der Kontakt. Dann gibt es vielleicht eine Chance. Es gibt immer eine Chance. Eine Schanze. Tut mir leid. Sonst nehmen Sie nur auch wieder mit. Tibor gehört dazu. Der kennt das schon. Nach den Bomben sind Sie gekommen, um Tibor abzuholen. Mein Dujan fragt nach dem Grund. Und schon muss er auch mit. Er hat nichts getan. Nichts. Wissen Sie, wohin Sie gebracht wurden? Das sagte ich doch schon. In die Nähe. Statt dumme Fragen zu stellen, könnten Sie mal was unternehmen. Stehen Sie nicht rum. Sie brauchen Hilfe. Bitte. Oh. Okay. Boah, taucht jetzt gerade die Frage auf, wie den Jensen so finde hier, dass immer hier bei den Third Person aufploppt hier, wenn er die Leiter hochklettert. Schalter ist immer gut. Genau, naja. Also für das, dass alles ja eigentlich so ist, ist es relativ dämlich. Können wir die Leiter auch ganz normal hochklettern. So. Also gefällt mir nicht so wirklich. So. Oh, was haben wir jetzt hier? Ach, genau, da haben wir ja was. So, also. Tja, gut, wie fangen wir jetzt da am besten eigentlich an? Ja, also genau, hier haben wir ja hier generell eine Chance, Übernahmedeckung 30%. Na, das würde ja in dem Fall dann heißen, wenn ich das jetzt hier mit X übernehmen würde, habe ich eine Chance von 30%, dass genau das Ding hier anspringt und von hier aus dann versucht, mein Knoten hier, also das Ding hier, dicht zu machen. Na, wenn das hier dementsprechend so wäre, fliege ich dann ja aus dem System raus und dann ist das System erstmal gesperrt für Hacken. Tja, genau. Man kann ja das Teil auch noch verstärken, was dann in dem Fall die Geschwindigkeit von hier nach hier rüber länger dauert. Also für das Teil, was ich entdeckt werde, dann von hier rüber, wenn ich das dann hier verstärke, braucht er länger, bis er meinen hier so gesehen, also mich ausschließt, sage ich jetzt mal aus dem Netzwerk. Genau, natürlich könnte ich jetzt auch gleich den hier verstärken, wird natürlich Sinn geben einigermaßen. Das Problem ist dann nur, dass er auch die Verstärkungsentdeckung 30% gleich mit anspringt. Also erhöhe ich da dann schon mal die Chance um 30%, dass ich entdeckt werde. So, genau. Dann habe ich ja hier verschiedene Möglichkeiten mit dem Analogstick, mit Datenscan, Übertakten, Enthüllen, Stealth und so weiter und so fort. Das wären natürlich dann gerade die Sachen, dass ich dann nicht entdeckt werde. Gut, Stealth ist ja dann klar, ne? Da werde ich dann nicht entdeckt. Enthüllen dann eigentlich fast genauso, nur dass das hier dann... wie jetzt hier die Verbindungen und so ein Scheiß dann alles aufdeckt, weil hier sehe ich ja jetzt gar nichts, ne? Wo das hier hingeht, wird dann von hier, ja, irgendwo, keine Ahnung, kann auch sein, dass es hier runter geht und dann hier so rüber. Ne, geht's nicht, weil da ist nämlich Feierabend hier, ne? So, aber hier irgendwie hoch und dann hier erstmal links rüber, dann hier vielleicht hoch und hier rüber, ne? So ungefähr.
Könnte es natürlich auch sein. Und es wäre natürlich nice, wenn ich jetzt den Hüllen machen würde, dann würde ich das Ganze sehen, wohin die Laufwege schon mal gehen, dass ich es eventuell vorplanen kann, wo ich zum Beispiel auch wie jetzt das hier so eine Nuke reinsetze, weil es dann einfach mit der Nuke dann sofort das Ding hier übernommen wird. Genau. Beziehungsweise könnte ich dann hier die komplette Datenverbindung, wenn er mich zurückverfolgen würde, mit einer Nuke in die Luft jagen. Also, ja. Genau, übertakten ist ja nichts anderes wie von wegen, dass es einfach nur schneller geht, wenn du irgendwas übernimmst oder verstärkst. Ja. Und Datenscan wäre eigentlich mehr oder weniger nur nützlich, wenn man Hintergrundinformationen einiger haben will. So weit ich zumindest jetzt auch noch von Human Revolution kenne. Das habe ich selber jetzt auch noch nie groß ausprobiert, dieser Datenscan. Das sei nur irgendwas hier, dass er was schneller, irgendwie nur Hintergrundinformationen aus so Verzeichnissen oder sowas ziehen kannst. Soweit ich es jetzt noch weiß. Also wie gesagt, das habe ich eigentlich nie benutzt, weil es ein Schwachsinn ist. Ja. Und generell bei Stufe 1 lohnt sich gar nicht, ja, da irgendwas groß zu nehmen, weil man es sowieso eh hinkriegt, halt nur durch ganz normal übernehmen und ein bisschen was verstärken. Meiner Logik da zumindest raus schließen. Ja, rechts unten sieht man es auch, übernehmen Level 2, verstärken Level 3, Stealth Level 1. Na, da ist das Ganze hier nochmal hier aufgesplittet, wie das Ganze dann ist, von welchem Level gerade her. Sicherheitsstufe Level 1, wie jetzt in dem Fall 30%. Ja. Level 3 wäre 90. Also da wurde sowas von entdeckt. Ja gut, der Wurm, das ist genauso hier, das ist einfach dann nur, wenn ich da jetzt entdeckt würde, könnte ich hier mit L3 den Wurm drauf ballern, dann kann nämlich der von hier daraus mal nicht weiter, weil dann gestoppt wird. Jo. Aber sonst, so wie ist es gerade, dass ich nicht scheiße. Ja genau, das ist nämlich gerade das Problem, dass ich jetzt nicht weiß, wohin. Das wird jetzt eng. Okay, hat das geklappt, ja genau. Ja, relativ so schwierig hier an der einen Beispiel das so zu erklären, aber ich meine fast immer mehrere. Ja, aber ich meine später hier werde ich ja das Heck noch ein bisschen größer machen, dann auch bei Stufe 2, 3, 4 und sowas, da brauche ich in dem Fall auch Würmer etc. bla bla bla. Weil sonst hier werde ich da instant gefickt, auf gut Deutsch gesagt. Machen wir mit Tieren. Dummstellen. Ja, komm, probieren wir es halt. Ah, na toll. Na toll. Hör auf, Lein. War wohl das Falsche. Hier ist jetzt noch? Nee, ne? Nee. Doch, warte mal. Jetzt ist es wieder online. Hä? Ich glaube, das ist nicht so geplant, ist eigentlich, oder? Ende des Gesprächs. Hä? Naja. Das dürfte jetzt gewesen sein. Ach nee. Haben wir das schon? Ja, haben wir. Das haben wir. Ja, Entschuldigung. Chicane, wir haben ein Problem. Unser Kontakt wurde von der Polizei einkassiert. Ich kenne die Bullen in Gollum, Jensen. Mit ihrem Interpol-Ausweis kommen sie bei denen nicht weit. Den habe ich gar nicht dabei. Sie halten ihn an einem Ort namens Die Enge fest. Ich melde mich, sobald ich ihn finde. Ah. So, jetzt fängt das wieder an. Sieht er mich jetzt dann jetzt hier, wenn ich das mache oder nicht? Sicherheitsstufe 5. Okay, hat sich spontan erledigt. Dann ist es egal. Oh, das wird jetzt hier... Eine Dose? Nee. Ja, Hacking-Software. Nee. Was haben wir jetzt hier? Sicherheitsstufe 2. Ah ja, genau. Ja, und hier haben wir jetzt gleich schon mal automatisch Sicherheitsstufe 2, 45% Chance. Ja. Da nur Level 1, okay. Ja, New könnte ich gleich nehmen. Ah ja, genau. Ey, was ich immer für ein Pech habe, das ist der Wahnsinn. Na. Geht ja fast alles nicht mehr hier. Na komm. Oh oh. Ja doch. Puh. Alles klar. Seid ihr nochmal so bei einem guten Angriffsplan? Ja, guten Job für sie. Ja, ja gut, das ist ja alles hier. Das habe ich am Anfang auch nicht gemacht hier. Das ist mir alles zu viel Text.
Also hier, so Lore-Fanatiker bin ich jetzt da auch nicht, dass ich da hier da alles wissen muss. Ja. Tja. Ja, theoretisch da unten. Was ist da noch hier? Doch so viel. Na, okay. Gut, gut, gut. Halt. Ja, doch, da geht's auch. Weg da. So, wenn ich jetzt da reinrenne, dann werde ich gleich instant rausgekickt. Ja, ja. Ich muss doch irgendwie hier. Na? Reingehen. Ja, okay. Nice. So, Sperrzone. So, das haben wir schon mal. Probieren wir es mal nochmal mit Sneaky. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja. Okay, also hinter dem bin ich jetzt schon mal. Da komme ich nicht hin. Ah, guck mal. Das Ding hat irgendwie einen Wackler, ne? Lalalalalala. Kann ich irgendwas abschalten? Ne. Hehehe. ne. Da komme ich noch nie durch, so schnell wie das Ding ist. Oh. Soll ich das einfach umhauen hier? Ist da irgendwie... Nee, nee, nee. Na scheiße. Fängt das wieder an. Ich habe bisher nur einmal was gekauft. Das waren in dem Fall nur ihr Praxiskits waren das. Und Muni, glaube ich. Aber sonst... Nicht. Okay. Nein! Nee, 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 du siehst mich nicht, findest mich nicht, findest mich nicht. Probieren wir es halt. Alter. Oh nö, nicht schon wieder. Das war knapp. Okay, also das zum Beispiel würde ja dann auch gehen hier für später dann. So wie ich es jetzt hier gerade mache. Weil da mich ja nach wie vor noch nicht entdeckt. Na, das ist ja hier nur Suche läuft. Ist noch nicht feindselig. Feindselig wäre dann schlimmer. Schicke Stiefel. Ne. Oder was war denn das, wo ich da alles gekauft hatte? Irgendwas war denn noch? Nee. Ah, komm jetzt hier auf. Na, komm schon. 98, 99, danke. Wunderbar. Ach lol, okay. Hey, Bruder, Vorsicht. Die Bullen sind heute überall. Hab's gemerkt. Sind Sie Tibor? Ja, Sie kommen spät, Interpol. Ich weiß, Ihre Schwägerin hat mir erzählt, was passiert ist. Adela, ist sie okay? Sieht aus, als könnte sie selbst auf sich aufpassen. Ja, das kann sie. Wissen Sie, ich kann Ihnen nicht helfen. Zu gefährlich. Machen wir das. Ich kann sie hier rausholen. Und was passiert dann? Dann holen die mich wieder in meiner Wohneinheit ab? Und was ist, wenn sie nicht da sind? Nein, nein, bitte nicht. Das macht es nur schlimmer. Sie wissen, wer ich bin. Sie sind hinter meiner Familie her. Interpol hat versprochen, sie und ihre Familie raus und in Sicherheit zu bringen. Sicherheit? Hier geht's.
gibt's nur Tyrannen, die Jagd auf Schwache und Unschuldige machen. Okay, Tibor. Ich verstehe, warum sie nicht mit mir kommen kann. Aber ich muss zu Rucker, sonst geht es auch anderen so wie Ihnen und Ihrer Familie. Ich kläre die Sache mit Interpol, also können Sie mir irgendwie helfen? Es gibt einen Schmuggler, Louis Gallois. Er importiert Neuropozin und Whisky von Talos. Er kann sie reinbringen, aber sie müssten ihm einen guten alten Whisky. Er steht auf Gefallen. Das ist doch schon was. Noch eine Idee? Meine Ark-Zugangskarte hat mir ein Bulle abgenommen. Ich wette. Waren auf jeden Fall nicht die zwei, die ich gerade hier bewusstlos gehauen habe. Bitte, ich weiß, Sie schulden mir nichts. Aber wenn Sie meinen Bruder Dujan sehen, helfen Sie ihm. Wenn ihm was passiert, bringt Adela mich um. Ah, klingt nach einer Nebenmission. Das bezweifle ich nicht. Mal sehen, was oder so. Nebenmission? Chicane, sagen Sie, Miller Sokol ist aus dem Deal ausgestiegen. Warum überrascht mich das nicht? Es geht ihm nur um seine Familie. Außerdem war es nicht völlig sekundär. Er hat mir Tipps gegeben, die ich alle... Moment, da muss ich noch mal kurz gucken. Ah ja. Sekundär, Durchschau befreien. Ah ne, jetzt hat er zur Hauptmission. Ah, schade. Schade. Da, abgeschlossen. Na, zur Rede stellen, steht aber drüber. Oder unter SM03 in Bearbeitung. Ja. Durchschau befreien, Tibors Zugangskarte beschaffen. Kamera, Laserfeld. Reinkommen. Seien Sie vorsichtig, Jensen. Man kann dem Arschloch nicht trauen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie drin sind. So, warum ist einmal so? Ach. Komm, Schaden. Oh je. Entdeckung kritisch. Nein. Oh. Huh. 6 Sekunden noch. Nice. Was? Neue Praxis. 3 Praxis verfügbar. Gut. Okay. Ja, nice. Da könnte ich jetzt... Hä? Ach so, ja, lol. Ich habe mich schon gewundert, wegen was ich hier nichts auswählen kann. Betäubungsammo ist doch gut. Ja, genau, ja. Das brauche ich dann definitiv auch für den Run dann hier unentdeckt und so ein Scheiß. Ja, Praxiskits, ja, ich glaube, das kann man kaufen irgendwo. In irgendeinem so einem Spezialschuppen da, ich weiß noch nicht mehr wo. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht mehr sicher, ob ich auch wirklich das geholt habe. Weil es ja schon ein bisschen her ist. Also irgendwas habe ich auf jeden Fall gekauft mit den Credits. So, also jetzt auf jeden Fall nochmal das hier. Und... genau, geht immer noch nicht. Schade. Auf jeden Fall, den haben wir schon mal. Den Sozialoptimierer. So. Hä? Gott. Was? Ah, guck mal hier, ein Einschleichweg. Ah, servus Holger. Japp. Sicherheitsschuhe 5, eher nicht. Sneaky. Hep. Wer labert denn da? Da unten, oder? Ja. Okay, aber ich warne Sie. Das wird jetzt wehtun. Glauben Sie, ich mach das hier zum Spaß? Sollen wir das einmischen? Ja, ne? Hi! Kuckuck! So, was haben wir hier? Muni! Ah, guck mal hier, da ist er ja. Hey, kümmern Sie sich zuerst. Ach, ah, okay, alles klar. Dann reden wir. Alter. Ja, genau. Ich glaube, kann ich den so ausschalten? Nee, ne? Wahrscheinlich eher nicht. So. Ja, da laufe ich jetzt gleich auch den voll in die Arme. Oder wo ist denn der? Oder geht das mit dem hier? Ups. Ja, hat sich erledigt. Jedes Mal, ne? Hallo? Läufst du irgendwann mal weg? Lauf weg. Okay.
Nee, da steht er da oben. Oder nicht? Alter, boah, ich bin jetzt gerade erschrocken, ey. Alter. Oh nein. Nein! Nein, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der. Aua, aua, aua. Scheiße. Oh Mann. Fuck. Los, lauf weg. Wir haben ihn verloren. Ah! Schnauze. Okay. Ja, 3 von 4, ja. Hahaha. Ha, ha. Wie will ich denn den Fetten da ausschalten? Scheiße. Ich weiß nicht. Wo läuft er jetzt? Ah, okay. Wird abgeschlossen. Kann ich den jetzt so ausschalten oder kann ich es nicht? Ach. Wenn er jetzt nochmal wegläuft, probier's einfach. Was soll's. Na komm, geh weg. Ach komm schon. Lauf. Also 6 vor zu Ende hier. Ja. Okay. Geht es echt oder was? Nope. Hi. Scheiße. Ja, na, so viel dazu. So, Moment. Dann probieren wir halt mal hier die da. Obwohl, nee, machen wir es dann das hier. Dann noch. Oh, kack halt ab. Scheiße. Nein. Oh, Alter. Was ein Scheißding. Ja gut. Jo. Ne, so viel zu Sneaky. Was hat der ja? Wow. Gefechtsgewehr, Muni. So, Moment, was gibt's denn hier sonst noch? Ne? Hab ich den schon durchsucht? Ja, ne? Ja. Freigeschaltet, ja. Ah ja. Befehl ausführen? Tracking aus. Okay. Da ist dann auch noch hin. Ja, oder da muss ich wahrscheinlich sowieso lang. Ja. Jap, jap. Gott. Da jetzt hier mal den da anlabern, das sollte jetzt ja funktionieren. Jupp. Sehr schön. Diese Cops sind kein Problem mehr. Schade. Ich hatte mich so an sie gewöhnt. Ich kann noch ein paar holen, wenn sie unbedingt. Nein. Sonst wachsen sie mir zu sehr ans Herz. Binden sie mich los? Sicher. Nee. Also, hat Tibor oder Adela sie gebeten, mir zu helfen? Oder jemand anders? Machen wir das. Ich habe einen Job und sie sind ein Mittel zum Zweck. Ganz egal, warum die Polizei ihnen so zugesetzt hat. Sie kennen doch die Bullen. Arschlöcher brauchen keinen Grund. Ja, ich kenne die Grund. Und ob richtig oder falsch, es gibt immer einen Grund. Ich weiß nur, dass die Polizei uns seit dem Rosika-Anschlag massiv zusetzt. Sie verdächtigen die ARK, aber die Schuld geben sie allen Optis. Für die meisten ist es nur ein Vorwand, durchzugreifen.
Ich dachte, Sie sind kein ARK-Mitglied. Mein Bruder, ich repariere nur manchmal was für Sie. Heizgeräte, Sicherheitskameras. So bringe ich meine Familie durch. Wissen Sie, dass die ARK die Bomben von Rosika gelegt hat? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Ich bin fertig mit denen. Selbst wenn die ARK unsere einzige Hoffnung ist, das ist es nicht wert. Wenn Sie wissen wollen, was die ARK vorhat, müssen Sie sie selbst... In Ordnung. In Ordnung. Hat man einem Menschen alles geraubt, hat er keine... Hat man keine... Scheiße. Macht. Irgendwas. Freiheit. Wie ging das noch? Alles klar bei Ihnen? Das ist die Parole dieser Woche. Von Selznick. Oder Solzhenitsyn? Ah, ich hab's. Hat man einem Menschen alles geraubt, hat man keine Gewalt mehr über ihn. Er ist wieder frei. Dieses Zitat bringt sie an Lubosch vorbei. Er bewacht den Zugang zum Aufzug der ARK. Das hilft mir, danke. Gerne. Dank Ihnen kann ich heute in meinem eigenen Bett schlafen. Ja, kein Ding. Gib Kohle her. So, du musst reden, du Scham befreien. Hä? Momentus. Ja genau, ist alles abgeschlossen. Mit Lubosch reden. Auch noch sekundär und das hier halt noch. Ja gut. Hey. Natürlich ist es ein Bart. Zess. Was denn sonst? Ja. Ja, okay, da vorne wieder. Da geht wieder der Stress los. Na super. Ja, hier ist jetzt das Tracking weg. Kann man das Ding laufen hier oder was? Zivilist. Geht nicht. Keiner drin. Zivilist. Nee. Nee. Geht nicht. Der pennt. Wer bist du? Ibor Schokol? War ja nicht mit ihm irgendwas? Ibors Zugangskarte, okay. Aha. Ja, ja, jetzt bin ich ja wieder hier. Moment. Seine Zugangskarte, ja. Wenn ich jetzt da drüber hüpp, dreht sich der andere. Ah. Er ist auch doof. Der guckt nämlich da genau dahin. Toll. Jetzt gucken die sich auch noch an. Machen wir so das hier. So. Scheiße. Da war ein Sensor. Nein. Oh Mann. Oh, es ist kacke, ist das, ey. Da werde ich noch so rumfluchen bei meinem Run dann, das weiß ich jetzt schon. Kennst du einer von denen noch mehr herkommen? Ich könnte natürlich auch mal probieren. Kommst du mal her? Hallo? Kann dann sich mal wegdrehen. Scheiße. Double kill. Okay, fuck ey. Oh Mann. Ja. Das Spiel vom Stil her genau gleich. Ja gut. Bin dann schon mal beruhigend, dass sie hier dann nicht ganz so, ja. Na, keine Ahnung, wie ich spiel. Also irgendwie. Oh! Habe ich jetzt hier irgendwas zum Schmeißen? Nee, ne? Oh!
Ja, genau, komm her. Brav, brav, brav. Ja, das würde zum Beispiel jetzt immer noch gehen, hier mit unentdeckt bleiben. Also nach wie vor noch kein Alarm. Servus. So. Ist ja nur eine Suche. Oh, schickes Ding. Hä? Perfekt. Eine Zeitung. Na, nehmen wir mal kurz das hier. Was ist der? Sicherheitsschuhe 2, alles klar. Nee. Gut. Jop, läuft. Ja, passt. Sehr schön. So, haben wir jetzt hier nochmal irgendwas Tolles Neues? Nö. Nur Datenextraktion, mehr Points. E-Book auch nochmal. Reddit Chip. Ups. Blödsinn. Jetzt auf? Nein. Nein, 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 das. Zum Ende Rambo. Ja, das kommt auch ungefähr hin, ja. Deswegen sage ich, ich bin da so gespannt hier auf den zweiten Run dann. Ich hoffe mal nur, dass ich mir da ein paar Sachen merken kann. Wie, wo, was und so weiter. Ah, ne. Aber es hat Deus Ex, na, ist ja generell nicht einfach, oder Deus Ex, wie manche das sagen. Ja. Ah, schade. Ich hätte eigentlich fast gedacht hier. Was stand da gerade dran? Irgendwas mit herstellen. Achso, 225 haben wir jetzt, okay. Ne, Moment. Nein, das war es jetzt auch nicht. Das war hier, genau. Hatte ich jetzt das hier irgendwie? Habe ich das jetzt schon geupgradet? Irgendwas hatte ich nämlich geupgradet. 70, 130, 65. Ne, ich glaube, das hier war das. Wie war mir Schaden? So. Möp, möp. Na komm. Ja. Sie wollen gar nicht hier sein. Halt die Fresse. Alter. Sie wollen gar nicht hier sein. Na, hast du Angst? Dunkles Bier. Ja, genau. Hey. Panik. Ah, passt. Sehr schön. Na, war klar. Anomalie festgestellt. So. Sperrzone. Ost. Jungle. Nee, 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 nee. Alter, hier gibt es immer so viele scheiß Dinge zu entdecken. Das ist ja der Wahnsinn hier. Ja. Suche läuft, also muss hier ja noch irgendwo irgendwas sein. So, warte mal hier. Passt. Oh ja. Ah ja, ja okay. Da hätte ich jetzt auch den Weg nehmen können, ne? Hä? Vorratskiste? Was? Story-Objekt. Ist mit Vorräten? Hä?
Bahnhofbeweis. Okay. Also aber hier nichts mit dem hier. Mit dem da zu tun, ne? Oder? Ey. Ne. Hm. Ach je, oje, oje. Oh, drei. Nö. Okay. Zug hier wird schon abgeschlossen. Perfekt, das passt auch. Ach, da oben läuft einer rum. Ip, ip. Nein, nein, da. Was haben wir hier? Ja. Läuft. So, einmal kurz durchswitchen. Haben wir irgendwas? Nö. Zurücksetzen. Dab, 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 dab. Haben wir schon gelesen. Ja, passt. Nun denn. Oh, da oben läuft noch jede Menge Leute rum hier. Oh, oh. Na, zum Glück ist die Suche abgeschlossen. Was gibt's denn hier? 999? Ja. Alter Falter, kannst du ja überall im Buchrücken lesen. Mit Traffic being more effective. Nun denn. Na, ah, wieder so ein scheiß Riesending hier. Eine Pizza. Na, ah, da ist hier nichts. Nee, nee, nee. Hä? Nee. Na. Alter Verwalter. Oh Mann. Das fing so schön schlauchartig an. Und jetzt hier sowas. Hallo? Ah, nix. So weiß ich nicht, komme ich da hinten irgendwo hin? Aha. So. Ich suche immer noch diese komische Karte hier von dem einen. Ah! Tada! Genau deswegen. Verstanden. Ich mache einen Überflug und checke die Gegend. Melden Sie sich, wenn Sie fertig sind. Ja, nice. Ach, okay. Leute, das hätte ich gerade auch machen können. Schade. Das wäre lustig gewesen. Wenn ich da hier den einfach hier wegballer. Genau, mit überschreden und jetzt die Karte im Aufzug benutzen. Joa. Wohin geht's hier? Bist du verrückt? Was zum Teufel ist nee. Du war einer Zivilist. Okay. Hast du etwas neu? Noch eins. Ja, insgesamt glaube ich gibt es ja 78 oder irgendwie sowas hier, Collectibles. Ja. Altet einen Sacken, ja. Credits. Nix. Toll. Schnauze. So. Was ist hier noch? Upp. Naja, jetzt schon. Jo, passt. Reicht. Ha. Viel gezielt zu lesen, viel Krusch zu sammeln. Ja, das stimmt allerdings. Wobei ich das Wort Krusch schon ewig nicht mehr gehört habe. Außer halt hier im Schwäbischen, da wo ich ja ursprünglich herkomme. Da ist ja Krusch ein Standardwort.
der Gruß da und so. Ja. Ja, und klar, lese voll sowieso, ja, aber das ist hier, ne, so viel Zeit habe ich nicht. Das Ganze durchzulesen, für das Jahr habe ich viel zu viele Spiele noch. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht in meiner Cam. Ja, eigentlich theoretisch hier hinten. Da, komplett, das ganze Regal voll. Ja, das ist natürlich dann. Ja, was habe ich denn jetzt hier freigeschalten? Ah, sehr schön, nochmal ein PDA. Nein. Auflassen, danke. Und das hier noch. So. Jo, genau. Ja, ja. Das habe ich aber, muss ich ehrlich sagen, ja, damals, wo ich noch nicht so Trophy-Hunting gemacht habe, das auch nicht gemacht. Weil, nee. Das ist mir zu viel Text. Ich will ja zocken, Action und so weiter hier und nicht hier lesen. So. Das wird nix. Genau, hier haben wir das Beispiel Sicherheitsstufe 5, ne? Das kann ich zum Beispiel jetzt schon mal da nicht verstärken, weil 5 geht nicht. Jo. Jo. Das hier ist ja nochmal was hier. Genau. Ich gebe mir schon gut, aber Text ist echt überflüssig, ja genau. Also überflüssig viel Text, so rum ist richtig. Das hat sie geschrieben, ja. Da muss ich vollkommen zustimmen, weil das ist hier. Ja. Na, ne, nö, nö, unser. Gott, hier hinten sind wir clear. Glaube ich. Hier mal um die Kurve schneiden. Nein. Nö, passt. Können wir es eigentlich hier wieder weiter? Ja, hier ist der Aufzug. Wo geht's dann hier? Oh Mann. So viel Zeugs hier überall. Hä? Nein. Naja, Gruscht ist eigentlich eher schwäbisch. Glaube ich. Glaube nicht, dass es eher zu Bayern gehört. Okay. Die Oma. Ja, okay. Ja. Nee, dein, nee. Wo war denn jetzt dieser Aufzug nochmal? Nein, ich habe mich verlaufen. Ah, da. So. Hep. So. Dann nehmen wir doch mal glatt den Aufzug hier. Schwäbli. Oh Mann. Schwäbli. Stockwerk auswählen. Die Kehle. Oh. Nein. Ja, genau. Deswegen ist es sowas hier auch. Das hier nicht. Das hier nicht. Geil. Ja. Das weiß ich jetzt in dem Fall dann eh aus jetzt zum Beispiel. Na, da sehe ich das beim nächsten Mal, falls es irgendwie wichtig sein sollte. Oh, nice. Das dann nicht mehr mal. Sondern lieber dann erstmal noch das andere. Genau. Wird automatisch aktiviert. Das durfte ja jetzt. Geht es auch nicht. Dialektoptimierer. Da haben wir es ja schon. Dialektoptimierer. Schwäbisch. Verfügbare Praxis 2. Ja. Haben wir den schon, oder was? Hä? Den? Bäh. Ja. Hecken übernehmen. Ja gut, da könnte ich jetzt gerade hier das mal eine Stufe höher machen eigentlich. Ich hasse sowas hier. Was nehmen wir denn da jetzt? Das hier könnte ich mal auf maximal machen. Mit dem hier. Ja, komm. Scheiß drauf. So. Machen wir das hier auf Max. Nano-Klinge, nee. Schutzpause, Auswirkungen von Schockgranaten und Minen. Was haben wir hier noch? Geräusche-Feedback. Brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht so wirklich.
Oma ist es nett. Die gerade im Chat, aber in der nächsten Sequenz muss der Holger weghören oder schauen. Spoiler. Ist ja nett. Ja. Entdeckung einer Knotenübernahme um 15%. Genau, das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man jetzt nur aufs Hacking aus ist. 15% Reduzierung, 30% Reduzierung und 45% Reduzierung, ne? Dann ist das ganze Ding ja nochmal wesentlich einfacher, alles zu hacken. Pja. Ne, das Landessystem, ne? Ist natürlich auch nice, ne? Aber Energieverbrauch hoch, genau, das ist nämlich das, dann das Problem. Ich habe immer noch dieses komische Upgrade, was er gesagt hat, ja, dass ich da mal vorbeikommen soll, weil ich überhitze dann jedes Mal so ratzfatz. Was ist das Hacken? War das hier nochmal Leader-Markierung? Achso, Zielmarkierung, okay, dass ich weiß, wo sie hinlaufen. In elektrische Energie. Oder logischerweise Gesundheit, ne? Effekte werden automatisch. Die Gesundheitsregeneration pro Sekunde beträchtlich. Jörgert Hitze, ja, genau. Gering. Ich gehe ja schon wieder hier ein wie noch was. Viel zu warm. So. Zum Glück wird es dann ab morgen kühler. Da, na denn. Spoiler! Victor, wir haben eine. Auf dem Marktplatz. Genau wie du gesagt hast. Ich hab sie, Brüder. Gut. Mal sehen, was wir hier haben. Die kleinen Kerle sind raffiniert. Hin und wieder geht einer hoch. Auch wenn du. Es war vielleicht doch der blaue Draht. Hitze. Wenn das Leben so einfach wäre, haben sie sich. Ich habe aber Hitze. Vielleicht irgendwo falsch abgebogen. Sind Sie das Empfangskomitee? Nein, ich bin Marchenko. Und Marchenko ist eher ein Wächter. Wie der Hund am Tor zur Hölle. Ja, genau. Ich hab's nicht so mit den Klassikern. Wie schade. Die Lektüre sagt mehr über ihn aus als sein Gesicht. Darf ich Ihnen einen gut gemeinten Rat geben? Sicher oder keine Hilfe? Ja, machen wir das. Ja, ja, war fast jetzt klar. Soll ich noch heim? Was macht sie da so sicher? Sie kennen mich nicht. Aber ich kenne diesen Ort. Wir nennen ihn die Kehle. Und die wird manchmal durchschnitten bei Fremden, die dort nicht hingehören. Ich gehe das Risiko ein. Ich will nur sehen, wo die Ark sich versteckt. Wir verstecken uns überhaupt nicht. Sagen Sie das den Cops da unten. Vergessen Sie die Polizei und ihr Geschwätz über die Ark. Diese Schlupperti sind überall. Schlagen Schädel ein, richten Chaos an. Und wir müssen damit fertig werden. Passen Sie auf, sonst sind Sie auch fällig. Leine oder nicht. Ja, machen wir ja mal widersprechen, ist wahrscheinlich uncool, wa? Machen wir das. Was die Polizei macht, ist falsch. Jemand muss gegen sie aufbegehren. Sie etwa? Es erfordert viel Mut, sich aufzulehnen. Und hat man einmal angefangen, gibt es kein Zurück mehr. Nicht jeder hat diesen Mut und zieht in den Kampf. Es hört sich an, als wären sie im Krieg. So ist es auch. Ein Krieg gegen jeden augmentierten Menschen. Sie werden schon sehen. Schon bald wird der Moment kommen,
an dem wir uns alle für eine Seite entscheiden müssen. Wer das nicht tut, steht im Weg und könnte deshalb getötet werden. Ich dachte, die Ark tritt für die Menschenrechte ein und nicht für bewaffnete Aufstände. Hier und jetzt, Bruder, ist das dasselbe. Wovon Sie da reden, das ist Terrorismus. Ach ja? Ich dachte, wir wären nur zwei Männer, die ein Gespräch über tagesaktuelle Themen führen. Wie Ihr Freund Rucker? Ich kenne ihn aus dem Netz. Sieht er das genauso wie Sie? Ah, ja. Rucker. Ein guter Mann. Stark, intelligent, mit Prinzipien. Sie könnten viel von ihm lernen. Sie sind wahre Gläubiger. Oh Mann, ich weiß immer echt nicht hier, was ich da nehmen soll. Er redet und die Menschen hören zu, aber reicht das? Pff, ja, komm. Geben wir dem mal recht. Ich gebe zu, er hat was. Er redet und die Menschen hören zu. Aber reicht das? Er ist kein Politiker, falls Sie das meinen. Rucker hat für die Sache ein schönes Leben aufgegeben und kämpft so wie wir alle. Ich respektiere jeden mit Prinzipien. Aber meiner Erfahrung nach bringt das nicht viel, wenn der Sturm losbricht. Egal. Ich mag zwar politische Diskussionen, aber sie strapazieren meine Geduld und ich habe zu arbeiten. Ich habe sie gewarnt. Verschwinden sie, solange sie noch können. Falls das ihre Rekrutierungsansprache war, ganz schlecht. So, ganz schlecht. Das Blatt sich gekriegt. Die Ark ist jetzt Staatsanwalt. Ja, könnte man so sehen. Im Moment. Bis dahin, Sergei. Seien Sie vorsichtig da drin, ja? Gerüchte von einer Flachzange. Oh, schade, dass er sie mich nicht Shiny genannt hat. Oh, da steht Shiny und er sagt's nicht. Ja. Wir sehen uns wieder. Hey, Waffe weg. Ja, geil. Verdammter Sekretär. Viktor Matschenko. Ich habe da so ein Gefühl. Okay, aber vergessen Sie Rucker nicht. Wenn er hinter den Anschlägen steckt, ergibt sich der Rest von selbst. Fällt mir gerade wieder ein, ja, ein Wegwerfdrucker hier. Hup. 25 Tacken. Oder so. Der Software. Mhm. Oh, eine Maschinenpistole. Passt auch. Ah, okay, jetzt können wir gleich wieder was herstellen. Dann machen wir aber dann eher das hier. Ah, nee. Waffen? Ja, die da eigentlich schon ein Gewehr. Ja. So. Jut, jut, jut. Nö. Was? Wie lange ich heute noch spiele? Ja, heute hat er gerade angefangen, mehr oder weniger. Puh, boah, das ist die gute Frage, ne? Also die Mission auf jeden Fall noch. Dann mal gucken. Ob man da hier eventuell nochmal irgendwas auf die Schnelle mitnehmen könnte. Ja, jetzt hat er gut die Mission. Definitiv. Der Rest. Mal schauen. Oh. Schau. Was? Warum? Sind nur zwei Dosen Energie. Hallo? So viel ist es nicht. Normaler Freitagabend. Na? Da geht es schon. Ah, 3354, neuer Code. Sehr schön.
Das haben wir vor dem Vorteil, dass man das ganze Schmarrn nicht warten, machen muss. Nicht merken muss, Mann! sondern einfach hier, wenn man dementsprechend dann richtig läuft, kommen wir dann hin. Und es wird dann angezeigt. Wie würde ich denn an den Dingern hier vorbeikommen? Warte mal, geht das? Naja, zu schwer. Wo wenn ich da so ein Ding durchschmeiße, geht es ja auch an, wa? Ja, probieren wir einfach mal. Öp. Hui! Alter, oh, das ist gerade laut. Au! Oh, scheiße! Okay, gut, dass ich nicht durchgelaufen bin. Alter Verwalter. Hä? Gut, also gut zu wissen, diese komische rote Dinger. Lieber was durchschmeißen. Weil das könnte wehtun. Ja, alles klar. Dann da rein. So, was haben wir hier? Ah, da ist doch 3, 3, 5, 4. Einfahren? Nee. Hallo? Ah! Guck mal hier an. So. Ja. Ah, hier, oder? Nee. Doch. Zack. So, was gibt's denn hier? Da muss es jetzt irgendwas geben, ja? Nein, schade. Was? Jo. Alles klar. Tschö. Ja, da haut sie sich hin. Ja, wie gesagt, also, ja. Mission definitiv noch. Jo. Und den Rest sehen wir dann noch. So, jetzt lassen wir da in den Aufzug rein, oder was? Ja, ne? So. Ich glaube, das müssen wir eh. Ja, müssen wir eh. Okay. Herrlich, herrlich, herrlich. Ja, gut, ich denke mal jetzt eh, die Mission hier geht eh mal zu lang. Glaube ich. Ein Silencer. So, haben wir hier mal irgendwas? Nö. Ja, geht auch nicht klar. So. Okay, hier müssen wir dann theoretisch hin. Was? Danach bis um 5 Battleborn? Oder wie, oder? Also jetzt dann hier danach, nach der Mission, oder was? Nochmal Battleborn, oder wie? Hab ich das jetzt richtig verstanden? Öp. Wie, jetzt gibt's hier nix? Ach, da oben? Hallo? Hä? Scheint wohl nicht zu gehen. Komisch. Ah. Na, den da. Oder wie sie geht auch nicht. Kein Platz mehr, ich will da sein, ja ungern noch was rausschmeißen, ja? Nee, passt ja. Chicane, ich bin jetzt im Arkgebiet. Sehen Sie irgendwas? Der erste Bereich ist ein großes Lager. Anscheinend hat es die Ark zum Wohngebiet umfunktioniert. Oder zu einer Kaserne. Das sind zwei völlig verschiedene. Ups. Hab ich den unterbrochen. Naja. Haben wir es
versucht, mich einzuschüchtern, damit ich sie herbringe. Ich habe mich geweigert. Wer? Interpol. Sie kommen hierher. Die Polizei weiß, was passiert, wenn sie herkommt. Nicht die Polizei. Interpol. Ich glaube, sie wollen Telos verhaften. Ganz ruhig, Sokol. Wenn Interpol dieselbe Lektion lernen muss wie die Polizei, werden wir sie ihr mit Freuden beibringen. Wir tun alles, um Talos zu beschützen. Geh jetzt. Halt die Augen offen. Mit Interpol werden wir schon... Das glaube ich nicht, Tim. Hä? Tiefer in die Ark vordringen. Okay. Oh, scheiße. Huch. Alles klar. So, knocken wir es bei denen hier aus. Oder auch nicht. Hi. So cool. Bosche. Bedrohen ist immer gut. Sie liefern mich ihren Freunden aus? Das war ihr letzter Fehler. Ich hatte recht mit ihnen. Schnauze. Ich glaub dem Spinz. Hä? Wollte er mich hier gerade eiskalt verraten, der Penner? Nee. Jo. Ne. So, da hinten ist direkt gleich dann nochmal einer. Ja, hier raus wäre es dann uncool. Na, ist kacke. Jetzt kommen sie natürlich genau wieder an den Gegner, ne? Das ist so klar. Quatsch. Gott, perfekt. Ja gut, es sind zwei hier. Ich könnte es da eigentlich theoretisch gesehen auch einfach geradeaus durchsneaken. Dürfte auch funktionieren, ne? Glaube ich. Nein, wo lauft denn hier? In den WQs ist alles ruhig. Scheiße. Wir lassen niemanden durch. Haben die mir jetzt gesehen, ja, ne? Ja, haben sie. Gott. Dann halt so. Scheiß drauf. Meine Systeme sind weg. Oh, nicht gut. Oh. Jetzt komme ich hier nicht hoch, weil der Typ da auf der Leiter steht. Ich kriege einen Anfall. Na? Hä? Hui. Scheiße. Naja. Hallo. Boah. Was? Oh, wer hat mich denn da jetzt getroffen, ey? Fuck.
Zone-Scheiße. Ob ich das dann später machen will, habe ich echt keine Ahnung. Gut, weil ich anders skillen, das ist klar. Aber. Und die Ladebalken. Oh, das geht echt nicht. Dem, 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 dem. Loslad schneller. Ja, also. So, wo haben wir jetzt hier? Oh, haben wir den einfach gleich um hier. Gut ist. Okay. Vielleicht besoffen. Jupp, mit Sicherheit. So, Moment, machen wir es jetzt anders. Gehen wir es mal hier hoch. Hörst du was? Ich hab. Jupp, du hast was? So. Gut. Das geht schon mal ganz gut hier so. Okay, dann ist der da wohl da unten. Ja. Ei. Sehr schön. Ah, guck mal hier. Ein PDA. Ja, Code. Sehr schön. So, da hinten ist da noch einer. Hallöchen. Buk, buk. Ah, geil. So. So, auf jeden Fall da runter. Hier ist niemand. Ja, hier ist auch keiner. Warte, will der mich jetzt gesehen haben? Oh, Scheiße. Freund. Ach komm. So, bam. Nicht genügend Energie. Nein! Ah, jetzt aber. Bäm. Puh! Hallo, kippst jetzt mal um. Alter. Komm, mach's doch auf. Hi. Lol. Oh, Alter. Dead Aim wieder. Scheiße. Gott. Alles klar. Dennoch gut, ja. So, im Prinzip ja müsste ich dann da hinten hin. Sag mir was? Bam. Bam. So. Ah, oh, nice. Noch ein PDA. Jupp. Das geht doch nicht, oder? Nee.
So, jetzt haben wir einfach alle um. Schnauze voll hier. Hier sind eh nur noch die zwei hier. Hä? Warte, nein, weg. Oh, oder auch nicht. Gut, dann lassen wir das erstmal hier. Gut. Oh doch. Muss ich denn da lang oder nee? Ist aber doch irgendwas anderes hier. Auf 7A 029. Nochmal ein neuer Code. Alter, hoch weiter. Ah, der eine ist jetzt hier unten. So. Ruhe hier. Na. Gott. Ach, diese scheiß Kamera, ja. Kommst du? Gott, da rein. Ip. Aha. Genau, ist schön da drum rumgelatscht. Sauer. Chicane, sind Sie in der Nähe? Zum Glück nicht. Wie ist die Lage? Das Wohngebiet liegt hinter mir. Ich bin jetzt in einer Art Operationssektor. Na. Ich glaube, Rucker ist über mir, ganz oben, wo er sich verteidigen kann. Dann suchen Sie einen Aufzug. Ich gebe Exfiltrationskoordinaten durch, sobald ich welche habe. Chicane. Mach mal. Hi. So. Ist auch weg. Ja, Servus. Oh Gott, Pyrot. Pyro? Ich nenne dich einfach Pyro. Geht schneller. Pyro. Ja. Sieh da drüben nach. Ich habe was gehört. Genau, sieh mal da drüben nach. Upp. Dann halt so. Nehmen wir es bei dich. So. Sehr schön. Zack. Eieiei. Was? Aha. Was ist, wenn wir das mit Rosika waren? Glaubst du, Talos würde das zulassen? Wahrscheinlich nicht. Oh. Okay. Shit, ey. Ich bräuchte mal so 3 oder 4 Gegner von den Dingern. Oder für die Dinger. Ja, passt. Jetzt haben wir ja. Ah, der ist sogar nicht abgeschlossen. Sehr schön. Alles ohne Passwort. Aber in dem Fall auch sieht das. Vielleicht besoffen. Ich hab was gesehen. What?
Das war knapp. Oh Mann, ja. Eieieiei. Scheiße. Ja, jetzt wohin dreht es sich. Hier ist alles ruhig. Jupp. Ja, feindselig. Ja, gut. Wurst. Oh, da wurde mehrere, ja. What? Penner. Hi. Alter, hör mal auf, so rumzuwackeln hier. Das ist saugeil. Eieiei, die Waffe hier. Trifft nicht. Hä? Gut. Alter Walter, komm hier viele. Und zack, zack. Alle mal her, komm hier. Oh, jetzt habe ich gleich keine Energie mehr. Ah, sehr schön. So geht's natürlich auch, ne? Immer schön abwarten, bis er kommt und dann raus hat. Ah ja. Okay, hier hätte jetzt einfach reinlatschen können. Okay. Ja, das muss ja halt erstmal alles wissen hier, wie du wo was laufen kannst. Ah, okay, jetzt war gleich die ganze Kommode, alles klar. Ah. Nachschub. Ah, tschüss. Ja, kommt der andere jetzt auch noch her, oder was? Dachte, läuft noch weiter. Hallo? Oh Gott. Könnte ich schon, wenn du aufhörst zu feuern? Nee. Nee, nee. Das ist scheiße. Ach komm, bis die kommen. Machen wir mal das hier. Eh nichts drin, schade. Hallo? Rennt der weg? Ah, endlich mal nochmal der hier weg. Mann, ist das furchtbar, ja. Nein. Nein. Oh. Mann. So. Jod. Ich bin nichts, ich bin scheiße. Ja. Nu denn? So, Waffenteile. Das ist Kamera, okay. Kamera ist egal. Nein. Und du hattest ja ein Passwort da, ne? Ne. Ne.
Schade. Ne, gar nicht. Keine Ahnung, wie ein Passwort dabei. Ah, guck mal, ja, PDA. Passwort. Yep. Für das hier? Ja, VM451, okay. VM451. Nice. Ja. Alle abschalten hier. Geschütze. Geschützkontrolle erforderlich. Okay. Ah. Hier könnte ich dann die Kameras also abschalten. Das müsste ich mir auch mal merken, ja. Oh Mann, so viel Zeug zu merken. Das klappt eh nicht. Das klappt nicht. Vor allem, alter Vater, wie lang ist die Mission her? Warte mal, ich muss jetzt eher da hoch. Eigentlich hier? Haben wir nichts? Code halten? Für den hier? Ja, perfekt. Nein, ich will hier. Achso, L1. OU 812. Depp. Ja, Neupo 45, nochmal neues Passwort. Holt sie auch. Oh. Nee. Wein. Oh, es ist krass hier, ey. Bestimmt eh auch wieder, ja, 3000 Sachen vorbeigelaufen. Ja, der ist frei. Sehr schön. Nee. Also theoretisch müsste doch mit Sicherheit ja das Ding irgendwie abschalten können. Wobei das eigentlich jetzt auch Wurst ist. Noch ein Code. Alter. 150 Teile, ja. Machen wir was nachher. E-Book, perfekt. Collectible mehr, pass auch. Sag mal, ja. Aha. Ein Geschütz. Okay, sagst du mal, wo ich ein Geschütz treffe hier. Jo, so, passt. Aha. Welchen ist hier? So, nichts Tolles. Oder was? Ah, Werkzeug. Waffen. Ja gut, Scharfschützengewehr. Nö. Nein. Halt, Moment.
War da noch den Key? Nee. Auch nicht. Weg da. Geh weg. Ab. Ah. So, 544. Scheiß Geschütz hier. Höp. Huch. Ach lol. Okay. Nice. Bringt mir auch nicht viel. Au. Außer dass mir auch dieses dämliche Geschütz trifft. Minenmatrix kann ich aufheben. No! Alter, wie scheiße dreht sich denn das scheiß Ding um? Och nö. Och, nicht schon wieder. Oh. Ja, ne? Fuck. Alter. Ach, da kommst du auch gemütlich rein, dann ums Eck und da kommt so eine Scheiße her. Frag ich es aber auch. Ah ne, wie hast du erstmal hinten dran an das Scheißteil da? Bin ich denn jetzt? Ah, perfekt. Glück gehabt. Okay. Das hat er ja wenigstens mal schön fair gespeichert hier. So, machen wir mal das hier. Alter. Okay. Oh, passt. Alter. Chicane, ich rücke auf Ruckers. Haben Sie die Koordinaten? Ich schicke sie Ihnen, sobald mein Kaffee leer ist. Lassen Sie mich nicht hängen, Chicane. Kümmern Sie sich um Ihr Ziel und seien Sie vorsichtig. Er ist gefährlich. Abwarten. Ah, okay. Das durfte das größte gewesen sein, ja. Ja. Gibt's dann, glaube ich, eh nichts mehr? Nee, nee. Gut. Stellen wir doch mal rein. Bin unbewaffnet. Sie verstehen sicher, dass mir Ihr Wort nicht reicht. Bitte akzeptieren Sie meinen letzten Wunsch und töten Sie auf dem Weg nach draußen nicht noch mehr meiner Leute. Ihr höchstes Verbrechen ist Ihre Loyalität zu mir. Sie wirken gar nicht überrascht. Bin ich auch nicht. Nach den Bomben am Bahnhof war klar, dass jemand kommen würde. Setzen Sie sich. Bitte. Das ist kein Besuch zum Tee, Rucker. Ich werde Sie verhaften. Wir kämpfen für die Rechte der Augmentierten. Verbreiten unsere Botschaft, bieten Unterstützung. Die ARC ist eine gewaltfreie Organisation. Dann haben wir ja kein Problem. Was ist mit seiner Jacke gerade los? Begleiten mich, beantworten unsere Fragen und sind rechtzeitig zurück, um ihre nächste Predigt zu filmen. Ich bin kein Narr. Wenn ich mich jetzt ergebe, lassen Sie mich verschwinden. Aber ich werde solche Nitzins-Fehler nicht wiederholen. Wir werden Ihnen die Stirn bieten. Ich dachte, Sie wären ein Pazifist. Das bin ich. Aber ich bin mehr als nur ein Anführer. Ich bin auch ein Symbol, das Sie beseitigen wollen. Und wenn ich nur als Märtyrer ein Symbol bleiben kann, dann nehme ich den Tod gerne in Kauf. Sie sagten, Sie wollten keine weiteren Verletzten. Aber wenn ich Sie gewaltsam mitschleppen muss, dann werden Ihre Leute versuchen, mich aufzuhalten. Wenn Sie friedlich mitkommen, ist die Chance höher, dass es ohne Gewalt abläuft. Sie haben mein Wort. Ich tue, was ich kann, damit Sie fair behandelt werden. Sie reden von Frieden und Fairness? Sie haben Unschuldige angegriffen, um mich zu entführen, im Auftrag Ihrer Herren, die sich im Schatten verstecken. Sie manipulieren, kontrollieren und morden, ohne den Mut zu haben, ihre Überzeugungen vor dem Rest der Welt zu vertreten.
So. Idealistisch, pflichtbewusst, demoralisiert. Bessere Resultate für Beta. Aha. Omega. Alpha. Ja, es ist nur die Frage, was denn besser ist. Das ist ja eigentlich Omega, ne? Dann, so wie ich das hier verstehe. Ja. Probieren wir einfach mal. Ich rede davon, ehrlich zu sein. Ich allein. Keine Politiker. Oh, oder wohl nicht. Was. Gruppen kann man nicht trauen. Nur Einzelpersonen. Muss ich Ihnen das wirklich erklären? Nein, müssen Sie nicht. Und vor allem nicht in diesem Schulmeister. Ups. Wir erleben gerade einen Genozid. Wir werden dämonisiert, entrechtet, nicht mehr wie Menschen behandelt und verbannt, damit wir vergessen werden. Und dann löscht man uns aus. Okay, also ist der Omega und Beta die ganze Zeit aufgeleuchtet. Alpha nicht. Also müssen wir jetzt hier Alpha machen, oder? Aus Omega und Beta. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Irgendwie muss ich das mal kapieren hier. Auch nicht. Oder was? Bahnhof sterben, zeigt die verantwortliche Pro-Opti-Fraktion der Welt, wer die Dämonen sind. Und jetzt haben sie mein Argument bewiesen. Ich propagiere Gewalt und Terror nicht, aber sie werfen mir beides vor, weil sie es gewohnt sind, mich damit zu assoziieren. Ich bitte Sie, ich flehe Sie an, geben Sie mir einen Aufschub. Die Anschläge sind ein schwerer Schlag für die optimierten Rechte. Und ich befürchte einen Machtkampf innerhalb der Ark. Ich bin sicher, beide Krisen hängen zusammen. Sie glauben doch nicht etwa, dass Ihre Ankunft ausgerechnet heute ein Zufall ist. So, es war zweimal Beta, einmal Alpha. Das ist ja bisher alles falsch. Nehmen wir jetzt einfach mal das, was am meisten vibriert hat, und das war Beta. So. Ich wünschte, die Dinge würden anders liegen, aber die Entscheidung wurde bereits gefällt. Wenn ich sie nicht mitbringe, schickt mein Boss mehr Leute mit viel mehr Feuerkraft. Das hatte ich nicht bedacht. Ah! Darunter werden noch mehr leiden. Ja, guck mal. Ah, alles klar. Also da, wo es mehr ausschlägt, das muss ich auswählen. Okay. Sehen Sie es denn nicht? Wenn ich mit Ihnen gehe, werde ich nicht nur getötet. Die Ark wird korrumpiert. Meine Botschaft verdreht. Und für die Geschichte bin ich der Schurke. So, und zwar seine eher Alpha, ne? So, und Alpha ist Spieß umdrehen. Ja. Sie können nicht beeinflussen, was die Leute denken. Niemand kann das. Sie können nur ihren Prinzipien treu bleiben. Sie durch ihr Handeln untermauern und die Geschichte entscheiden lassen. Also, kommen Sie friedlich mit oder wird es Gewalt geben? Wissentlich einen Gewaltakt provoziere, bin ich ebenso schuldig, als hätte ich den ersten Schuss selbst abgefeuert. Skylla und Charybdis. Ich wähle das kleinere Übel. Haha. Jupp. Okay, das Ding habe ich also verstanden, wie das funktioniert. Sehr schön. Bevor wir gehen, muss ich Ihnen etwas zeigen. Ich vermute einen brodelnden Machtkampf in unserer Organisation. Einige Mitglieder der Ark sind unseren Idealen weniger verbunden. Heißt das, Sie wissen, wer für die Bombenanschläge verantwortlich ist? Es ist nur ein Verdacht. Und selbst das erst seit kurzem. Meine gesammelten Beweise sind mager. Aber ich will sie Ihnen geben. Das ist die Codekarte für die Sicherheitstür. Dort sind die Beweise. Warum geben Sie die mir? Warum behalten Sie sie nicht beim Verhör bei? Ha! Wenn mein Verdacht stimmt, Trophy, werde, wie ich Sie freiwillig begleite, überlebe ich vielleicht nicht lange. 1000 Silberzunge. Ah. Irgendwo da unten. Gut versteckt. Ist ihr Terrorist. Ich habe insgeheim versucht rauszufinden, wer verantwortlich ist. Rucker? Ja.
Chicane? Wie bitte? Details, wenn ich bei Ihnen bin. Wo ist das genau? In der Nähe Ihrer Position sind einige Gewächshäuser. Darunter ist eine freie Stelle. Dort werde ich sein. Chicane out. Alles klar. Lol. Natürlich jetzt super, wenn der hier weg ist. Ach, guck mal hier an. Da gibt's dann wieder was Neues. Tja. Ja, 30% reduziert beim Hacken. Ja, Energieverbrauch keine. Optimierte Sprungweite, erhöhte Sprintgeschwindigkeit, lautlose Bewegungen werden verfügbar. Aha. Das ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Thermalpanzerung. Energieverbrauch keins. Den Schutz vor körperlichen Schaden. Ja gut, das ist die Frage, was ich, auf was ich jetzt aus bin. Ja, ist auch schon Maximum. Das auch. Hey. Der mache ich jetzt gerade erstmal mal das hier. So, dass die schon mal an ist. Ja, das war's jetzt eh. Ja. Mehr können wir da eh nicht machen. Also, nee, nicht saufen hier. Story-Objekt. Eine Zugangskarte. Super. So, was haben wir hier noch? Irgendwas Wichtiges drin? Nö. Ah, da muss doch irgendwas hier gescheites drin sein. Ja, der hier. Der Obermacker hier. Ja, das ist das hier der Beweis. Ja, haben wir gerade zwar gerade schon, aber naja. Okay. Nee. Die leert da, aber hier sonst hier. Nö. Mist. Kein Code hier oder was? Nee. Nicht wirklich, ne? Shit. Da müsste noch irgendwas hier rumliegen hier. Ja, E-Book, okay. Ne, aber sonst hier, das sieht nicht danach aus, wenn ich jetzt hier irgendwas hier noch. Ach, der labert hier. Ja, Holger, machst du denn? Ja, 23 Stunden, das reicht aber echt. Ab ins Bett mit dir, ja. Das reicht. Weil wir danach dann auch hier Feuer machen. Weil sonst komme ich morgen früh auch nicht raus. Na, das ist hier doof. So, das ist auch nix. Nope. Nee. Naja. Ich da jetzt hier. Aber ich habe doch eigentlich theoretisch ne, falsch. Die Dinge muss ich doch eigentlich haben.
Tesla-Patronen würde ich jetzt eigentlich gerade herstellen. Moment, das müsste doch hier. Nicht irgendwo hier? Nee. Nein. Nee, das war es jetzt aber auch nicht. Munition Tesla, ja. Das, kann ich das jetzt nicht so machen über das Rad oder was? Moment. Muss ich doch hier irgendwie was drin haben. Oder habe ich echt nichts mehr? Das gibt's nicht. Polish, nein. Schockrauch, Splitter, EMP. Saufen. Ja, Software. Da habe ich nichts mehr. Ha! Okay. Shit. Alter. Das täuscht. Bam. Ach nö. Jetzt geht das wieder los. Ja. Übel sneaky. Hä? Okay. Mann, rennt doch nicht alle weg. Gott, da der so. Okay, die Dinger sind natürlich scheiße. Oh nein, ich abkacken. Nein, es geht auch nicht. Kontrolle bald leer. So. Alter. Ja, Holger, genau so geht unentdecktes Spielen. Genau so. Naja, wie gesagt, aus der Run probiere ich es ja nur. Dass ich ja eventuell die Wege und so kenne oder gerade so ein Schmarrn wie das hier, diese komischen Roboter da. Ja. Dass ich das halt weiß, wie, wo, was und so was. Genau, wie wenn die Scheißdinger das genau wissen, wo ich jetzt bin. So. Jod. Dann machen wir das jetzt hier anders. So wie der doch sein. Ich gehe hier. Na komm. Komm, wir sehen gleich wieder. Ja, ja. Ne? Scheißdinger. Oh oh. Oh oh. Na los, Rino, ja. Klar, Shotgun ist immer Ghost. Oh, Gott sei Dank. Ah, endlich Ruhe. So, Gott, dann kommen wir jetzt hier wieder zu meiner Knifte rüber. Ah,
PDA. Raptor. Passwort. So. Mal oder weniger. What? Gott. Bei dem ist irgendwas explodiert. Bam! Nee, das wird echt ein großer. Oh man, shit. Ah, ist wieder alles voll. Vor allem hier überall komplett durcheiern, ohne dass mich einer sieht. Na geil. Hallo? Vor allem, wie viel Zeug hier wieder ist hier. Hier lang, dort lang. Hep? Wer labert denn das? Ah! Hallo, wer ist da? Der hier wohl. Oh nein. Nicht wieder ein Geschütz. Jensen, die Uhr läuft. Wo zur Hölle sind ja. Sie? Oh nein. Mach das scheiß Tor auf. Lass mich da rein. Alter. Hier ist so ein Scheiß-Tower, der ewig braucht zum Aufgehen, ja. Überlebe ich das ja, ne? Ja, passt. Dann lieber hier. Jop. Jop. Oh, Gott sei Dank. Ja, genau, hinten ein 100% unentdeckt. Ja, genau, nein. Ja, ja. Scheiße, Jensen, hinter ihm. Ah, der wieder. Ist er das? Ja, ne? Ja. Alter Falter, was eine Mission. Pff, krasse Scheiße. Ruckers Tod wird uns jede Menge Probleme machen. Ihr Befehl lautete, ihn herzubringen. Das hatte ich auch vor. Wie ist es dann passiert? Neu konzentrieren, auflegen, konfrontieren. Ja, machen wir auflegen. Ich glaube, jemand, der für die Manipulation der Ark bezahlt wird, hat ihn getötet. Jemand aus seinem Team. Rucker hat gesagt, die Ark wird reingelegt. Und die echten Terroristen sind aus der Schusslinie. Hatte er einen Aluhut auf, als er das gesagt hat? Der Mann wollte die Kluft zwischen Optis und Natürlichen überwinden. Er wusste, dass jeder Anschlag den Keil nur noch weiter reintreibt. Und dass die einzige Lösung darin besteht, ihn rauszuziehen. Er sagte, er könne die Unschuld der Ark beweisen. Er wollte mitkommen und mit uns reden, obwohl er damit sein Leben riskiert hätte. Was war das für ein Beweis? Übergeben. Ja, machen wir das, oder? Ja, komm, gehen wir das Ding her. Eine E-Mail auf einem in der Ark gefundenen PDA. Kryptisch, aber vermutlich Aktivierungsanweisungen. Was haben wir über Viktor Matschenko erfahren? Die Prüfung des Namens durch Eilink hat nichts ergeben. Glauben Sie, die Nachricht war für ihn? Wenn jemand in der Ark Befehle von außen erhält, könnte das sein, ja.
Vielleicht kann Sheng die IP-Adresse der E-Mail zurückverfolgen und rausfinden, wer da mit wem redet. Wer sagt, dass Rucker die Mail nicht selbst geschrieben hat? Okay, vielleicht bringt uns die Nachricht weiter. Ich übergebe sie Cybercrimes, um die IP zu ermitteln. Was für eine Scheiße. Sie wissen, dass Ruckers Tod sich rumsprechen wird, oder? Und der Leiter der Staatspolizei hat mir versichert, dass Gollum City dann zum Kriegsgebiet wird. Das können wir nicht zulassen. Tja. Ich hoffe, so zwickt die Kiste. Ich brauche nämlich ein Taxi. Was Sie angeht, Agent. Ich muss einen Fall lösen und ich weiß auch genau, wo ich anfange, Direktor. Smiley hatte mehr als genug Zeit für die DSD, die ich ihm gegeben habe. Die aus Rosika? Ich gehe zu ihm, mal sehen, was er hat. Danach verfolge ich die Spuren. Ich habe vor, die wahren Schuldigen zu erwischen. Egal, ob sie augmentiert sind oder nicht. Dann an die Arbeit, bevor die Spuren noch kälter werden. Und informieren Sie mich. Jo, alles klar. Dann los, Chicane. Da bist du morgen, Holger, ne? Schlaf auch gut. Hau rein. Tschö. Ja. So, gut, das haben wir jetzt auch. Ja, da ist die Mission 8. Ja. Haben wir jetzt dann hier irgendwie... Ja, Mission 7 abgeschlossen. Ja, bis auf die zwei Dinger. Genau. Ja, Smiley in dessen Büro aufsuchen. Ne, Mission keine neuen. Suche nach dem wahren Terroristen. Alex, Talos Rucker ist tot. Was? Vergiftet, glaube ich. Heilige Scheiße. Ah. Rucker war das Sprachrohr. Oh, es gibt neue Augmentierungen. Da muss ich doch glatt mal schauen. Das soll nicht gehen, ne? Na, Energieverbrauch hoch. Nee. Experimentell. Geht das recht nicht? Auch zwei. Was soll denn da gehen? Zwei? Ah. Zeit in der augmentierten Realität ein Symbol an, um Ziele zu verfolgen. Ja, gehen wir aber schon mal hier in die eine Richtung. Wurst. Genau, verfolgt die exakte Position von 10 Zielen. Alles klar. Jo. Vor der Augmentierten. Die Leute haben ihn geliebt. Wenn das rauskommt, wird Prag explodieren. Und die ganze Welt sieht zu. Hör zu, Miller trifft sich mit der Staatspolizei. Es ist unsere Chance rauszufinden, auf welcher Seite er steht. Er lebt in der Nähe von TF-29. Sollen wir sein Apartment durchsuchen? Nicht wir. Ich. Du kümmerst dich um den Wörserleif-Einbruch. Und finde raus, was das Kollektiv über Viktor Matschenko. Wenn ich recht habe und Rucker vergiftet wurde, könnte das alles zusammenhängen. Jensen out. Adam, sind Sie da? Sie werden es nicht glauben, aber Vadim Orlov ist in Prag. Sie machen Witze. Well? Leider nicht. Er hat vor 6 Monaten ein Visum für augmentierte Experten bekommen und war seitdem sporadisch da. Und mal ganz kurz hier, ich muss mal schon mal gucken, wo ihr bei der Karte hier. Da. Das Zeug da ist. Das ist genau eigentlich rechts von mir, zum Beispiel. Oder hier. Also hier runter, rechts, rechts, ne? Ja. Grenzkontrolle ist er heute eingereist. Ich bin auch seit 6 Monaten in Prag. Wo wohnt er? Im Apartmentblock Liljomahof in der Lebanistraße. 2. Stock. Werde ich machen. Ah ja, sehr schön. Geheimnisvolle Augmentierungen, das klingt immer gut. Aber erstmal fix zum Händler. Da gucke ich nämlich mal, was ich denn da mal geholt hatte. Das war ja die Frage vorhin. Da unten. Jupp. Servus. So. Soll das ein Opti-Protest? Willkommen, willkommen. Hübsche Ware hast du da. Alles heil. Ja. Nur. Ja, so. Der Tier kommt ja nochmal noch nachgerendert hier, ne? Das ganze Gelaber muss ich nicht schon wieder anhören, der sagt immer noch das Gleiche. Ne, ich wollte eigentlich erst hier verkaufen. So. Was brauche ich denn definitiv nicht? Ist auf jeden Fall der ganze Alkohol hier unten. Achso, R1 ist Max springen, okay.
So, Rauchgranate. Pff, mal weg. Wollen wir nicht. Ah, Schock. Nö. EMP, lass mal weg. Da haben wir 5300 und jede Menge Platz eigentlich. Revolver brauchen wir auch nicht. Habe ich keinen. Will ich auch keinen. Genau, die lassen wir da. Maschinenpistole kommt weg. Betäubungspfeile. Ne, die braucht eine Standardmuni, ne? Scharfschützengewehr. Tschüss. Maschinenpistole. EMP. Maschinenpistole. Ne, ne, ne. Elektroschockpfeil. Präzisionsgewehr. Auch weg. Genau, das Standardgewehr. Schrot lassen wir auch da. Pistolenmuni auch. Ja, Panzerbrenne, Standardgewehr, okay. Gefechtsgewehr, das ist gar weg. Was haben wir hier nochmal? Ah, Schmerzmittel ist wichtig. Oh. Ne. Das reicht das mal. Gibt's hier? Elektroschockpistole. Okay. Biozelle, Multitool. Pff. Naja. Nee. Nö. Das lassen wir. Gehen. Alles klar. Da gab es hier in dem Fall nichts Scheiß. Jede Menge Credits halt. Aber das war's. So. Wir haben hier jede Menge Zeugs jetzt hier. Was haben wir denn? Was sind das hier jetzt alles? Hauptmission 2, die Mission 8, Mission 9. Eine Nebenmission. Das ist schon mal gut. Interessante Orte, nichts. Ja, genau. Und hier müsste jetzt das. Ne, ist noch nicht da drin. Okay. Ja. Würde ich meinen. Das hier machen wir jetzt beim nächsten Mal. Gehen wir nämlich dahin. Wohnung des Wissenschaftlers. Na, dahin. Da dürfte es dann hier die ganzen hier Upgrades geben, hoffe ich mal. Dass man hier. Da mal die hier das Zeug wieder alles aktivieren kann, ohne dass man gleich überhitzt. Und so weiter und so fort. Und. Ja, gut, wenigstens eine Trophy haben wir ja freigeschalten. Beim nächsten Mal geht es dann hier jetzt einfach weiter. Ich werde jetzt hier einfach nur safen. Kann ich ja hier schon mal machen. Speichern. Neuen Spielstand erstellen. Und ja, dann werde ich jetzt an dieser Stelle aufhören, weil mittlerweile reicht es. Wir haben 2.16 Uhr. Wenn ihr auch seht, 5 Uhr, Quatsch, halb 6 heute Morgen wach. Also von daher, das reicht für heute. Heute Abend geht es dann weiter. Also heute Abend meine ich damit hier Samstag. Ja, da geht es jetzt dann weiter hier mit dem Holger dann in Battleborn. Den Rest schauen wir uns dann, wie lange wir da machen, aber wahrscheinlich wieder sehr lange, wie immer halt. Und ja, könnt ihr natürlich wieder gerne anschalten. Hier Twitch, YouTube, wie auch immer, im Chat. Und so beantworte ich ja meistens hier größtenteils alles, soweit ich das sehe, außer wenn Bossfights ist natürlich doof, klar. Aber ansonsten, ja, sagen wir wieder vielen Dank auch für die ganzen Leute hier, die bei Twitch und hier YouTube dabei waren. Und natürlich auch hier für die lustigen Ründchen da mitreden und Chat beantworten und zocken und alles drum und dran. Und ja, findet natürlich die ganzen Leute hier später auf YouTube. Die Videos dann danach gucken, natürlich auch. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, ne? Und bis demnächst. Haut rein. Servus und ciao.